Leckwief A60 oder Ulefone Note 7, viele von euch schwanken zwischen den beiden Produkten. Wenn ihr zwischen den beiden Geräten schwankt, hilft euch dieses Video. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Produkte unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design kommen beide Handys auf 49 Punkte. Folgende Eigenschaft besitzt das A60. 12 Gramm leichter. Das Note 7 ist in folgenden Merkmalen überlegen. 0,1 mm dünner, 0,7 mm kürzer, 0,3 mm schmaler und 1,9% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das Note 7 mit 50 zu 39 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. Hat ein gekrümmtes Display. Leistung. Bei der Kategorie Leistung sind beide Smartphones ebenbürtig mit 36 Punkten. Folgende Eigenschaft besitzt das A60. 1,5% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Note 7 knapp mit 43 zu 40 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 18,2% größere Blende bei minimaler Brennweite und 29% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das A60 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 5,9% mehr Megapixel der Hauptkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio ist das A60 mit 58 zu 50 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. Ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Note 7 deutlich mit 57 zu 49 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. Unterstützt schnelles Laden. Das A60 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 16,6% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Note 7 mit 74 zu 67 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Unterstützt NFC, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert und unterstützt ANT+. Das A60 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. Hat Wi-Fi 5 Verbindung und 0,2 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. Mit 34 Punkten liegt das Ulefone Note 7 in der Gesamtwertung knapp vor dem Leckwief A60 mit 30 Punkten. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.